Get ready for your Fit 7-Eleven home workout, powered by Fit 7-Eleven. Let's get started in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Hi, ich bin der Dimitri und zusammen machen wir eine leichte Mobility-Einheit. Wir starten mit der Fußposition. Die Füße etwa hüftbreit auseinander, das Fußgewölbe anheben, das Gewicht auf die Außenkanten des Fußes setzen. Die Knie sind leicht angewinkelt, bitte keine aktive oder passive Streckung, aber auch keine halbe Kniebeuge. Nur so viel, dass eine Oberschenkelmuskulatur deinen Oberkörper trägt. Das Becken befindet sich in einer neutralen Position. Dazu die Bauchdecke nach innen schieben, die Hüfte nach vorne. Brustkorb öffnen, Schulterblätter hinten zusammen, den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und wir gehen ganz locker aus der Mitte nach links, Mitte, rechts. Ganz vorsichtig aus der Mitte den Kopf nach rechts und links drehen. Dabei durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Tiefe Atemzüge. Nase ein, Mund aus. Nase ein, Mund aus. Noch einmal über die Mitte raus, zurück in die Ausgangslage. Und wir neigen den Kopf nach links, Mitte rechts. Ganz vorsichtig den Kopf aus der Mitte nach rechts und links neigen. Dabei ziehen wir das Ohr zur Schulter, nicht das Kinn. Die Schultern bleiben auf einer Ebene, nicht den Oberkörper nachziehen. Nase ein, Mund ausatmen. Nase ein, Mund aus. Noch einmal über die Mitte raus, zurück in die Ausgangslage. Wir gehen mit dem Kopf nach vorne, aufrichten, zurück. Vor. Ganz locker, tiefe Atemzüge. Keine ruckartigen Bewegungen. Noch einmal über die Mitte nach hinten raus. Zurück in die Ausgangslage. Die Schultern hoch, Brustkorb öffnen, Schulterblätter hinten zusammen und die Schultern von den Ohren wieder weg. Hoch, Brustkorb öffnen, Schulterblätter hinten zusammen und die Schultern von den Ohren wieder weg. Achte bitte drauf, dass die Schultern synchron zueinander und symmetrisch zur Körpermitte bewegt werden. Noch einmal, Kreisrichtung wechseln. Hoch, Schulterblätter auseinander und die Schultern von den Ohren wieder weg. Hoch, Schulterblätter auseinander und die Schultern von den Ohren wieder weg. Gleichmäßig, Nase ein, Mund ausatmen. Noch einmal. Körper aufrichten, die Arme auf Schulterhöhe, einmal aus der Schulter die Arme komplett in die Außenrotation und einmal nach innen. Außen und einmal nach innen. Schön vorsichtig, das was das Schultergelenk hergibt, einmal Außenrotation, einmal Innenrotation, ohne dabei den Oberkörper in der Bewegung mit einzusetzen. Noch einmal. Die Arme über dem Kopf ausrichten, die Handflächen zueinander, die Schultern von den Ohren weg. Wechselseitig mal den linken, mal den rechten Arm hochschieben. Nur aus der Schulter. Auch hier wieder, ohne den Rest des Bewegungsapparates mitzubeteiligen. Einmal links, einmal rechts. Einmal links, einmal rechts. Einmal zurück in die Ausgangslage, die Arme auf Schulterhöhe, Handfläche zu decken. Den Oberkörper aus der Mitte nach links raus, Mitte rechts. Dabei bitte die Hüfte nicht in der Bewegung mit rausdrehen. Ganz vorsichtig den Oberkörper aus der Mitte nach rechts und links raus. Nase ein, durch den Mund wieder aus. Nase ein, Mund aus. Noch einmal. Zurück in die Ausgangslage. Jetzt den Brustkorb nach links raus und die Arme gegenläufig aus der Schulter verdrehen. Zurück in die Ausgangsposition, rechts raus. Und die Arme auch hier wieder
ebenläufig reinbringen. Nase ein, Mund ausatmen. Nase ein, Mund aus. Noch einmal über die Mitte raus, zurück in die Ausgangsposition, Handflächen zu decken. Die Arme gehen nach hinten, Schulterblätter zusammenschieben, Brustkorb öffnen, während der Bewegung einatmen, das Becken nach hinten, wir sind im Hohlkreuz. Beim Ausatmen Schulterblätter auseinander, das Becken nach vorne schieben, die Arme vor dem Brustkorb, wir sind im Rundrücken. Nase ein, Mund ausatmen. Nase ein, Mund aus. Ein und aus. Noch einmal. Aufrichten. Die Handflächen zum Boden ausrichten. Jetzt den Oberkörper aus der Mitte nach links schieben. Mitte rechts. Ganz vorsichtig nur den Oberkörper. Die Hüfte ist weiterhin fest. Nur der Brustkorb aus der Mitte. Rechts und links. Noch einmal. Zurück in die Ausgangslage. So, wir halten jetzt vor, zurück, rechts, links. Die Arme vor dem Brustkorb. Wir beschreiben mit den Armen einen Kreis und führen jetzt den Brustkorb innerhalb dieses Kreises. Ganz vorsichtig. Es bewegt sich nur der Brustkorb, nicht die Hüfte. Wir beschreiben mit unserem Brustkorb den gedachten Kreis. Noch einmal. Aufrichten, Kreisrichtung wechseln. Gleiches Prinzip. Es bewegt sich nur der Brustkorb, nicht die Arme, nicht die Hüfte. Noch einmal. Zurück in die Ausgangslage. Den linken Arm nach unten, den rechten Arm nach oben, den Oberkörper nach links neigen und nach links oben strecken. Macht euch lang, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, nach rechts neigen und nach rechts oben strecken. Nase ein, Mund aus. Ein. Einmal streckt euch, zurück in die Ausgangsposition, die Hände in der Hüfte ausrichten. Das Becken nach vorne schieben, Hüftpfanne, Hohlkreuz, Hüftpfanne und wieder das Becken nach vorne. Wir bewegen die Hüfte auch hier wieder zwischen diesen vier Punkten in einem Kreis. Achtet bitte darauf, dass ihr jeden Punkt innerhalb der Kreisbewegung bewusst wahrnimmt. Keine ruckartigen Bewegungen. Kontrolliert mit der Hüfte einen Kreis beschreiben. Noch einmal. Aufrichten. Kreisrichtung wechseln. Gleiches Prinzip, nur die Kreisrichtung ist eine andere. Noch einmal. Aufrichten. Stellt euch bitte ans Fußende der Matte auf. Die Füße hüftweit auseinander. Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne raus. Den rechten Fuß abspreizen, so dass ihr in erster Linie einen stabilen Stand habt. Das vordere Knie anwinkeln. Zurück. Anwinkeln. Zurück. Anwinkeln. Wir bleiben vorne und gehen jetzt mit der Kniespitze einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn in eine kreisende Bewegung über. Einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn, das Knie im Kreis bewegen. Noch einmal. Den vorderen Fuß eindrehen, zurück in die Ausgangslage, Seite wechseln. Den rechten Fuß nach vorne raus, das vordere Knie anwinkeln, zurück, anwinkeln, zurück. Anwinkeln, wir bleiben vorne
und gehen jetzt mit der Kniespitze in eine kreisende Bewegung über. Einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Das Knie im Kreis bewegen. Keine ruckartigen Bewegungen. Achtet bitte darauf, dass das Knie weder nach innen noch nach außen ausschlägt. Auch hier wieder jeden Punkt innerhalb der Kreisbewegung bewusst wahrnehmen. Noch einmal den vorderen Fuß eindrehen und wir sind wieder in der Ausgangsposition. Wir sind beim letzten Gelenk, Paargelenkkette angekommen. Die Zehen einknicken und das Sprunggelenk im Kreis bewegen. Dabei die Zehengelenke in die Matte einmassieren. Ganz vorsichtig, nicht zu viel Druck ausüben. Sprunggelenk im Kreis bewegen, die Zehen einmassieren, Kreisrichtung wechseln. Noch einmal. Seite wechseln. Die Zehen einknicken, Sprunggelenk im Kreis bewegen und die Zehen dabei vorsichtig in den Boden einmassieren. Noch einmal. Kreisrichtung wechseln. So, von Mobilität kommen wir nun zur Stabilität. Die Füße hüftweit auseinander, Fußspitzen nach vorne. Wir gehen einmal hoch auf die Zehenspitzen, kurz fixieren, absetzen, hinten auf die Fersenkanten. Hoch auf die Zehenspitzen, kurz fixieren, absetzen, hinten auf die Fersenkanten. Einmal hoch. Noch einmal, noch einmal hoch, noch einmal ab. Sehr schön. Jetzt das linke Bein vom Boden lösen, die Fußspitze zum Boden ausrichten und wir gehen mit dem Bein aus der Hüfte in eine kreisende Bewegung über. Schön vorsichtig mit der Fußspitze einen Kreis beschreiben. Auch gerne dabei mit dem Bein über die Körpermitte gehen. Noch einmal, Kreisrichtung wechseln. Absetzen, Seite wechseln, das rechte Bein vom Körper abspreizen, Fußspitze zum Boden ausrichten und wir gehen auch hier wieder in eine kreisende Bewegung über. Auch hier über die Körpermitte arbeiten, Kreisrichtung wechseln. Noch einmal. Absetzen. Den Oberkörper nach rechts neigen, das linke Bein vom Körper abspreizen, Fußspitze nach vorne ausrichten, rechter Arm hoch, linker Arm am Körper dran. Konzentriert euch. Nase ein. Mund aus. Nase ein. Mund aus. Achtung, einatmen. Der Arm bleibt oben, ausatmen. Und ein, aus, ein und ausatmen. Noch einmal, aufrichten, Seite wechseln. Den Oberkörper nach links neigen, das rechte Bein vom Körper abspreizen, linker Arm hoch, rechter Arm am Körper dran. Konzentration, ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Achtung, ein. Arm bleibt oben, ausatmen. Und ein. Aus. Ein. Aus. Noch einmal ein und das letzte Mal ausatmen. Sehr schön. Letzte Runde. Das rechte Bein hoch, die Arme zum Körper dran. Konzentriert euch.
Nase einatmen, beim Ausatmen den Oberkörperschwerpunkt nach vorne schieben, die Arme gehen mit nach vorne raus, strecken, die Position kurz fixieren, einatmen, Knie ranziehen, ausatmen, Oberkörperschwerpunkt nach vorne schieben, strecken, Position kurz fixieren, einatmen, Knie ranziehen, ausatmen vor, strecken, Position halten, 5, 4, 3, 2, Knie ranziehen, Bein abstellen, Seite wechseln, den linken, das linke Bein nach oben, Konzentration, Nase einatmen, beim Ausatmen Oberkörperschwerpunkt nach vorne schieben, strecken, kurz halten, einatmen, Knie ranziehen, ausatmen, nach vorne, strecken, kurz halten, einatmen, Knie ranziehen, ausatmen, nach vorne, strecken, einatmen. Das letzte Mal. Wir schieben den Oberkörperschwerpunkt vor, strecken uns, fixieren die Position. 5, 4, 3, 2, Spannung abbauen, Knie ranziehen, Bein absetzen. Sehr schön. Bitte einmal ans Fußende der Matte gehen. Noch einmal in Kette den rechten Fuß nach vorne, Fersenkante in den Boden, Fußspitze zu Decke. Mit den Händen entlang des Oberschenkels bis zum Unterschenkel, Fußspitze, dabei bitte den Rücken gerade lassen, die Arme auf Oberkörperniveau raus, aufrichten, zurück. Linken Fuß, Fersenkante, mit den Händen entlang des Oberschenkels, Unterschenkels, Fußspitze, gerade Rücken, die Arme auf Oberkörperniveau, aufrichten, Seite wechseln, Fersenkante in den Boden, entlang Oberschenkel, Unterschenkel, raus, aufrichten, Seite wechseln, Gesäß nach hinten raus, mit den Händen bis zur Fußspitze, auf Oberkörperniveau, aufrichten. Noch einmal pro Seite. Fersenkante, Fußspitze ausrichten zur Decke. Mit den Händen entlang des Oberschenkels, Unterschenkels. Aufrichten, hoch. Seite wechseln. Fersenkante, mit den Händen entlang des Oberschenkels, Unterschenkels, Fußspitze. Hoch. Sehr schön. Die Füße wieder in die Ausgangslage, hüftbreit, Fußspitzen nach vorne ausrichten. Mit dem rechten Fuß nach vorne raus. Wir gehen in die Wadendehnung. Kurz halten. Spannung aus dem Knie nehmen, runter zur Achilles. Beide Hände auf dem vorderen Oberschenkel zum Boden. Hände vor dem Unterschenkel. Innenrotation. Zurück. Außenrotation. Zurück. Aufrichten. Zurück in die Ausgangslage. Seite wechseln. Wade. Spannung aus dem Knie. Beide Hände auf dem Oberschenkel. Runter zum Boden. Innenrotation. Absetzen. Außenrotation. Absetzen. Aufrichten. Hoch. Zurück in die Ausgangslage. Seite wechseln. Wade. Spannung aus dem Knie raus. Beide Hände auf dem Oberschenkel. Runter zum Boden.
Innenrotation. Absetzen. Jetzt keine Außenrotation, sondern mit dem linken Arm einen vollwertigen Kreis über Kopf raus, Brustkorb öffnen. Zurück in die Ausgangsposition. Hoch. Seite wechseln. Wade. Kurz halten. Spannung aus dem Knie. Runter zum Boden. Innenrotation. Absetzen. Vollwertigen Kreis beschreiben. Hoch. Noch einmal pro Seite. Vor. Spannung raus. Runter zum Boden. Noch einmal. Zurück in die Ausgangsposition. Noch einmal die Grundspannung von unten nach oben aufbauen. Fußgewölbe anheben, Gewicht auf die Außenkanten. Knie angewinkelt, Popo fest, Bauchdecke nach innen, Brustkorb geöffnet. Schulterblätter hinten zusammen, die Schultern vorn den Ohren weg. Den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Unterarme anwinkeln, die Handflächen zu Decke. Die Unterarme gehen nach außen. Die Ellbogen bleiben am Körper, Brustkorb geöffnet, Schulterblätter hinten zusammen. Position halten. Achte bitte darauf, dass du nicht hier im Hohlkreuz bist, sondern auch hier wieder die Bauchdecke über die Grundspannung nach innen ziehst, der Druck nach innen leitest und die Hüfte nach vorne schiebst. Spannung abbauen, die Arme auf Schulterhöhe, Unterarme anwinkeln, Handflächen zum Kopf ausrichten, die Schultern vorn den Ohren weg, Brustkorb öffnen, Schulterblätter hinten zusammen. Position fixieren. Spannung abbauen, die Arme überm Kopf ausrichten und mal Seite für Seite sich in die Länge ziehen. Strecken, lang machen, mal rechts, mal links, nach oben, mal rechts, mal links. Die Arme runternehmen, die Arme und die Beine kurz lockern, den Stress und die Entspannung von sich schütteln und somit sind wir am Ende. Danke. You have completed the challenge. Great job. Your number one gym to be. Stay strong, healthy and fit.